Moinsen, mein Name ist Make Taroka und das ist Let's Play Bötchenfahren oder auch Hydro Thunder Hurricane. Ein sehr, sehr schwieriges Spiel, würde ich behaupten, denn ich habe gestern sehr, sehr lange gebraucht, um diese eine Strecke zu schaffen und ich fürchte, dass ich sie nicht zum letzten Mal gefahren bin. Wir haben die Gorilla-Meisterschaft vor uns mit 6 Wettkämpfen in der Expertenklasse. Das wird ziemlich, ziemlich schwierig, schätze ich. Aber davon werden wir uns natürlich nicht aufhalten lassen. Wir machen mit Cutthroat jetzt erstmal die Pariser Kanalisation als Wettrennen. Das finde ich doch nett. Das sollte ich auch irgendwie hinkriegen. Mit der Strecke bin ich ja relativ vertraut. Denn da habe ich 12.000 Credits gibt es dafür. Mein Gott. Denn da habe ich einiges an Versuchen auch reingesteckt. Ich habe übrigens gesehen, ich glaube, der billigere Grabber eigentlich, der Roxio Grabber, kann tatsächlich 60 FPS. Ich habe nämlich, ich habe das gestern angesprochen, dass ich das eingestellt hatte, 60 FPS. Und, ich habe den Satz nie wirklich beendet, habe ich das Gefühl. Ich habe das halt eingestellt in OBS, das nimmt enorm viel Platz weg, ihr habt keine Ahnung, ey. Ich habe einfach zwei Aufnahmen, die 50 GB groß sind. Das habe ich jetzt nicht bekommen. Ich bin noch nicht ganz im Spiel drin, habe ich das Gefühl. Ich brauche noch einen Moment. Gib mir Zeit. Ich werde das wahrscheinlich auch noch ein zweites Mal versuchen müssen. Je nachdem. Man fliegt hier so schön. Ich mag das Spiel. Und mir ist aber aufgefallen, weil die, weil das Video, was ich dann einmal in die Timeline ziehen wollte, ich habe das vorher einmal so gestartet. Und ich hatte das Gefühl, das läuft wie flüssiger. Und dann habe ich so geguckt, okay, kann es etwa sein, dass das Spiel tatsächlich die ganze Zeit in der Aufnahme mit 60 FPS lief. Fuck. Lief? Das wäre interessant. Ich bin gerade sehr schlecht. Ich sollte mir ein bisschen mehr Mühe geben. Ich bin Elfter und das ist die zweite Runde. Fahr vor der Wand, ey. Dreh die um. Vielen Dank. Da hätte ich besser um die Kurve fahren müssen. Ich glaube, das darf ich gleich nochmal starten. Ja, das. Wisst ihr was? Ich mach's direkt. Das habt ihr alle gar nicht gesehen. Das ist der erste Versuch jetzt. Ich habe das rausgeschnitten. Was habe ich rausgeschnitten? Gar nichts. Okay. Nee, es ist egal. Wir lassen alles drin, ungeschnitten, ungekürzt. Ich darf ruhig zugeben, dass ich am Anfang scheiße gefahren bin. Uiuiui. Das hätte durchaus besser werden können. Wurde's nicht. Egal, wir fahren da so um die Ecke. Jetzt muss ich hier so eine scharfe Kurve fahren. Das ist mit diesem Boot gar nicht so schwierig eigentlich. Genauso wie hier. Darf ich halt nur nicht wieder vor der Wand setzen. Genau, jetzt geht's besser. Ey, du Blödsack. Geh da weg. Jetzt habe ich natürlich den Boost nicht gekriegt. Das ist ein bisschen blöd, weil der geht mir jetzt gerade aus. Den habe ich auch nicht bekommen. Das ist schlecht. Ich habe gestern tatsächlich mal das Original auf dem N64 quasi gespielt, von Hydro Thunder. Und das hat Bock gemacht, aber es war unfassbar schwer. Ich bin irgendwie in den Medium-Strecken quasi. Bin ich schon nicht mehr weitergekommen. Ich habe das früher immer geschafft. Ich weiß gar nicht, wie ich das angestellt habe. Was habe ich da gemacht? Wahrscheinlich mehr Abkürzungen genommen. Das ist immer super knapp in dem Spiel. Ich weiß gar nicht, warum. So, den habe ich mal eben vor der Wand gesetzt. Ich mache eine scharfe Kurve. Noch eine scharfe Kurve. Hui! Achte Position. Ey du, verpiss dich. Man kann in dem Hydro Thunder für N64, beziehungsweise, ach komm, wie heißt es? Dreamcast. Ich vergesse es jedes Mal. Ich habe so ein Ding da rumstehen, aber ich vergesse jedes Mal, wie es heißt. Da kann man sämtliche Boote so richtig schön durch die Gegend schießen und ich habe einen davon. Also so wie das hier. Das hat sich ja auch einmal so richtig schön vor der Wand gesetzt gestern. Das ist aber nicht der Punkt. Das, was ich eigentlich sagen wollte, ist, ich habe einen gegnerischen Spieler einfach ins Ziel vor mir geballert. Und ich wäre einfach, ich hätte das Level geschafft, wenn ich das nicht gemacht hätte. Aber ich habe den wirklich einfach, ich habe die ganze Zeit Turbo gerade durchgedrückt, was soll das? Ich komm nicht vorwärts, ich bin zu lahm. Vielleicht soll ich doch das andere Boot wieder nehmen, das schnellere, das ich nicht gut lenken kann. Dass man generell nicht gut lenken kann, ist fürchterlich. Aber damit müsste ich auch geübt sein mittlerweile, aber damit komme ich nicht so gut um diese Kurven hier. Pass mal auf, ich bin zumindest... Bin ich Zweiter? Ich bin Zweiter. Aber da war der Erste. Mann, ich bin doch relativ gut gefahren. Ich nehme den zweiten
Platz jetzt einfach mal. Weil wahrscheinlich kommen andere Sachen, die ich auch gut mache oder besser mache. Ich glaube es nicht eigentlich. Es ist ein Wettrennen auf der Strecke. Das ist natürlich auch kompletter Mist. Aber an der Stelle, ich darf mein Boot jetzt nicht mehr wechseln. Fuck. Das ist schlecht. Hätte ich sofort machen müssen. Aber ich konnte ja nicht ahnen, dass diese Strecke kommt. Das steht ja erst nachher da. Man kann am Ende der letzten Strecke das Boot wechseln. Ich weiß nicht. Bin mal gespannt. Ob ich in dieser Strecke jetzt gut abschneide oder einfach komplett versage. Verpiss dich. Bei knapp 20 Sekunden, das war schlecht. Na fuck. Jetzt muss ich hier durchfahren. Wir machen das jetzt ungefähr so wie gestern. Fuck, 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 Bums. Neustart. Das war wirklich mies. Ich möchte schon wieder so ein komplettes Turnier in den Sand setzen. Demnach. Ach du Heilige. Ich komme gerade irgendwie nicht mehr so richtig klar. Ich habe das Gefühl, das Boot ist mir jetzt doch wieder zuwendig. Nachdem ich das andere gestern gefahren bin, das so richtig fürchterlich gesteuert hat. Aber es war natürlich, es lag auch gut im Wasser eigentlich. Keine Ahnung. Vor allem hat es sehr gut den, wie soll ich sagen, sehr gut die Wasseroberfläche durchschnitten. Es war cool. Auf eine gewisse Art und Weise. Aber hier bin ich tatsächlich 2 Sekunden langsamer. Mann, der steuert in der Luft gar nicht so gut, habe ich das Gefühl. Der andere war viel besser. Wieso? Das habe ich nicht eingesammelt. Ist okay. Kann ich mit leben. Ich habe da den Boost nicht. Der fehlt mir jetzt. Ich fahre hier wieder über die... Wo wollte der denn hin? Egal. Da habe ich den Boost auch nicht gekriegt. Das wird kein gutes Rennen, denke ich. Das wird auf jeden Fall wieder kein erster Platz. Da muss ich... Mit dem Boost. Hier unten kommt noch mal einer. Genau. Wo kommst du denn her? Geh weg. Geh weg. Nein. Wieder nur Dritter. Was soll denn das? Ah, ich bin richtig schlecht. Ich muss das gleich alles noch mal machen wahrscheinlich. Ich hoffe, dass ich in den anderen Rennen besser bin. Slalom im verlorenen Babylon. Auf Experte habe ich das noch gar nicht gemacht. Ich habe generell die Slalom-Rennen eigentlich gar nicht auf Experte gemacht. Diese kleinen Pupsi-Ringe, ey, das wird mich noch richtig fertig machen. Da muss ich auf jeden Fall durch. Oh, den habe ich bekommen? Das sah nicht so aus. Das sah absolut nicht so aus, als hätte ich den bekommen. Muss ich da gleich irgendwo mal springen? Ja, muss ich tatsächlich. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh. Hier oben war ich noch gar nicht. Nein, 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 so. Jetzt hier durch. Da. Hier, ich muss gleich durch diese Abkürzung, richtig. Oh Gott, wie das einfach noch geklappt hat, was war das denn? Ich meine, das war nicht gut, aber Hilfe, ich bin da durchgekommen. Halleluja, was soll denn das? Muss ich hier gleich auch rüberjumpen über die eine Stelle? Nein, ich muss hier lang. Okay. Dann muss ich hier hinten lang, guck mal, ich kann endlich mal schauen, wie man hier lang fahren muss. Das ist auch irgendwie so rum, ja. Hier ist so eine Abkürzung. Interessant. Da kann man hier lang. Interessant. Ganz viele Dinge, die ich jetzt neu sehe. Und das nur, weil ich diese Strecke jetzt mal so... Fuck. Da bin ich voll vorbei. 3 Sekunden. Verdammt nochmal. Wait, wait, wait. Was? Ich muss... Achso. Das ist links, rechts. Im Wechsel. Den habe ich immer noch nicht mitgenommen. Jetzt muss ich gegen den Strom fahren. Ach du Scheiße. Also gut bin ich nicht. Ganz sicher nicht. Ich habe 3 Sekunden Minuszeit. Okay, das war perfekt eigentlich. Oh fuck. Oh Mann, ich hätte das Ding bekommen, wenn ich ein bisschen gerader gewesen wäre. 10. Ach du Scheiße. Ich war so schlecht.
Tsunami Arena Hindernisrennen. Das sollte ich doch hinbekommen. Das war so schlecht alles. Den Gorilla Cup, den zu gewinnen, das wird richtig übel. Aber ich gewöhne mich jetzt erstmal wieder an die Strecken und so. Ich meine, ich bin gestern erst gefahren, also. Hui! Das Teil da oben kriege ich nicht, das ist schade. Das Expertenhindernisrennen. Ich habe nicht das Gefühl, dass das schwieriger oder so ist als die anderen. Sind nicht genauso viele Bomben? Bombenfässer? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Open the gate. Durch da. Hui. Fuck. Okay, das war nicht so gut, habe ich das Gefühl. Ich probiere es nochmal. Ich darf mir bei sowas gerne ein paar mehr Versuche geben. Ich könnte das auch, hätte das auch bei den anderen machen können. Bei den Wettrennen einfach nochmal neu starten. So kurz vor Ende, wenn ich sehe, dass ich es nicht schaffe. Was war das denn jetzt? Voll dran vorbei. Oh mein Gott. Ziemlich ver... Den habe ich gar nicht gesehen. Da hatte ich jetzt so Tunnelblick, das... Da hatte ich jetzt so Tunnelblick, Junge. Was? Nee, Ich weiß nicht, warum ich da jetzt rüber gelenkt habe. Ich habe gedacht, auf genau vor mir ist keins. Ich habe wirklich Tunnelblick, ich sehe nichts mehr. Das ist fies. Auch nicht rübergekommen. Verdammt, jetzt habe ich da den Kleinen nicht mitgenommen, weil ich unbedingt springen musste. Jetzt fehlt mir gleich der Boost woanders. Da wette ich. Da verwette ich meinen Arsch drauf, dass ich gleich zu wenig Boost habe irgendwo. So hier um die Ecke zum Beispiel. Na, geht. Hui! So, da muss ich jetzt gucken, dass ich nicht unbedingt den Ding in der Mitte treffe. Also an der Seite eigentlich mehr. Ich muss da viel mehr in der Mitte fahren. So. Den Boost wollte ich auf jeden Fall diesmal haben. Das ist oben jetzt auch nicht unbedingt viel schneller, würde ich sagen. So, wir kriegen das hin. Wir werden hier richtig schnell durchballern und dann... Wir werden auch mit diesem Boot hier das... Fuck. Das Wasser schneiden, wollte ich sagen. Und dann ist da so ein... Ich wollte einfach nur an der Seite hoch. Nee, damit bin ich jetzt nicht einverstanden. Hier muss ich schon so ein bisschen... Hier muss ich schon alle Register ziehen. Ich bin schon so schlecht in dem Ganzen, auf der Rangliste. Das Problem dabei ist, dass ich auch ganz bestimmt nicht mehr Erster werde. Also warum probiere ich es überhaupt? Nee. Ich könnte eigentlich... Ich verlasse den Wettkampf. Ich hätte gerne noch gewusst, was das letzte Level ist, aber... Hä? Nein, Wettkampf verlassen. Der ganze Fortschritt geht dabei verloren, ja. Meisterschaft zurück. Man kann vom letzten Punkt aus... Ist ja bescheuert. Nein, möchte ich nicht. Du startest gerade eine neue Meisterschaft. Mein Gott, das fragt er aber oft. Ja. Ich möchte Gorilla. Und ich möchte wahrscheinlich... Und in der ersten Strecke möchte ich auf jeden Fall noch das Ding fahren, aber in der zweiten möchte ich auf jeden Fall Razorback haben. Denn damit sollte ich besser durchkommen. Aber hier werde ich auf jeden Fall noch den nehmen, denn mit diesem Fahrzeug bin ich definitiv die Strecke besser gewöhnt. Ich muss mehr im Kielwasser fahren, das muss ich mir merken. Und der Penner, der geht erstmal zur Seite. So, hier auch nicht springen, so wie vorhin, dass ich dann nicht gegenballer gegen dieses Teil da oben. Ich hätte es ja vorhin fast geschafft. Ich habe nur wieder irgendwo irgendwas falsch gemacht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht was. Aber es hätte eigentlich machbar sein können. Wahrscheinlich habe ich da einmal so einen Sprung verhauen oder so. Hier, Kielwasser, schön. Genau, und den habe ich vorhin einmal gar nicht bekommen. Ich hatte weniger Boost. Die ganze Strecke über. Wobei ich ab einem bestimmten Punkt, ich glaube irgendwann so Mitte, zweite Runde, habe ich den Boost einfach durchgedrückt und So, ihr zwei. Ihr werdet mich nicht... Oh, fuck. Aufhalten. Das war richtig schlecht. Hier springe ich einmal so ein bisschen hoch. Warum, weiß ich nicht. War total dumm. Hätte ich nicht tun sollen. Jetzt habe ich keinen Boost mehr. Alter Vater. Ich habe schon wieder vergessen, dass ich in der zweiten Runde rechts
nicht lang muss, sondern links. Und das hat mir jetzt schon wieder das Genick gebrochen. Mein Gott, mein armer Hals. Nee. Komme ich denn noch hinterher bei diesen ganzen Idioten? Ey, der sieht genauso aus wie ich. Ich habe Doppelgänger. Was soll das? Bin ich eigentlich beim Springen schneller? Tatsächlich ist es im ersten Teil so, dass man auf diesen Sprungschanzen viel schneller ist. Da gibt es auch in einem Level... Ach du meine Fresse, wo will der denn hin? So, jetzt muss ich da lang, weil den habe ich gar nicht mitgenommen. So, Fünfter. Fünfter ist immer noch irgendwie schlecht. Vor allem, wenn ich mich vor eine Wand setze. Ich glaube, das wird nichts. Da ist einer vor eine Wand gefahren. Wieso? Jetzt bin ich Dritter, das ist schon besser. Warum war ich denn... Wie habe ich zwei Leute überfahren? Übersprungen. Über... Egal. Da vorne ist wieder der Zweite, aber das funktioniert doch schon wieder nicht. Ich mache das nochmal. Vielleicht sollte ich auch doch das andere Boot... Nein. Ich gebe mich mit nichts Geringerem als dem Sieg zufrieden. Und vor allem auch mit nichts Geringerem als dem Turbostart. Bums. Den habe ich voll erwischt. Zack. So, hier so durch, genau. Das hat schon mal ganz gut funktioniert. Ich muss mit dem Boost erstmal wieder an Leute rankommen. Und wenn ich an Leuten dran bin, kann ich im Kielwasser fahren. Wobei ich genau genommen auch geh weg. Mit dem Boost durchs Kielwasser fahren kann. Das ist, darf ich natürlich auch nicht unterschätzen. Das ist, geh aus dem Bild. So, vielen Dank. Da hätte ich auf der anderen Seite lang fahren können. Das wäre schneller gewesen wahrscheinlich. Fällt mir gerade auf. Wobei die Ziellinie ja hier ist. So, da bin ich eh gerade schneller. Ich habe eh Boost. Guck mal. Du fliegst auch schön auf die Schnauze. Da lang. Vielen Dank. Jetzt habe ich auch hier den Boost bekommen. Das heißt, der geht mir hier gleich nicht aus. Jetzt müsste ich doch viel besser durchkommen. Viel besser hinkommen. Und viel besser diese ganzen Leute... Oh mein Gott, ich bin da über den gefahren. Verdammt, das war nicht gut. Das kostet immer so viel Zeit. Wie ich das Ding noch gekriegt habe, das kann ich nicht verstehen. Bonk. Geh doch aus dem Bild. Ich fahr jetzt hier lang. Oh Gott. Ich dachte, das wäre vielleicht irgendwie schneller, aber nee. Aber ich bin Vierter. Das ist ganz nett. So, gib Gas. Blödes Boot, verpiss dich. Hahaha. Hier lang. Ich hab wieder keinen Boost mehr. Das ist doch blöde. So, eben da rumgesprungen. Ah, da war wieder eine Wand. Ich mag keine Wände. Wände machen mich immer so fertig. Da hat sich wieder einer vor der Wand gesetzt. Da ist der Zweite. Den kriege ich jetzt auch. Schätze ich. Fuck. Aber wo ist der Erste? Wo ist der Erste? Ich kann doch nicht jetzt... Ich muss doch noch den Ersten kriegen. Wo ist der? Ich bin Erster. Nein! Ich bin nicht mehr Erster. Ich bin immer noch Erster. Ich bin Erster. Ich habe mich einfach umgedreht. Was war das denn? Der war 5 Sekunden langsamer als ich, das kann ich mir nicht vorstellen. Dann ist der andere Weg ja viel länger einfach. Ach, ich habe das Boot nicht gewechselt. Ah, ich bin so ein Vollidiot. Ich bin ein Vollibiot. Ich bin voll im Boot. Das macht keinen Sinn. Nein, ich muss schön Gas geben. Also starten wir neu. Alle nochmal auf Anfang. So, wir kriegen das hin. Wir schaffen das. Ich habe gerade meinen Boost ausgeschaltet. Boost is ready. Das ist wieder so schlecht. 19 Sekunden. Das ist sogar besser als vorhin. Habe ich das Gefühl. Dankeschön für den Boost. Einmal darüber. Dankeschön.
32, 33 und 34. Okay, jetzt geht's. Und hier in der Mitte durch für den Boost. Dankeschön. Der wird mir am Ende ganz bestimmt helfen. Den da hätte ich auch noch gern. Habe ich auch nicht bekommen. Verdammt! Ich drehe mich wieder im Kreis. Oh, das kann doch nicht sein. Ah, Neustart. Wir kriegen das hin. Auch so ein Satz, den ich 100-mal sage, weil ich nicht weiß, wie ich kommentieren soll. Ich bin ein sehr schlechter Kommentator. Ein sehr, sehr schlechter. Ich habe gestern das erste Mal tatsächlich... Wir haben ja in letzter Zeit oft so eine Kochbox von HelloFresh-Zeugs. Und die sind echt gemein. Also, was heißt gemein? Sind dreist, die Leute da. Wir haben das abbestellt und wir haben trotzdem noch eine Kochbox. Wir haben genau genommen noch zwei Kochboxen bekommen. Und jedes Mal stellen wir so fest, oh Scheiße, ich habe den Boost verpasst. Nein, oh Scheiße, warum ist das denn jetzt nur für 4 Wochen ausgesetzt oder so? Weißt du, das sollte eigentlich komplett abbestellt sein. Und wir haben trotzdem noch zweimal eine Box bekommen. Keine Ahnung, warum die das immer, wie die das immer hinbekommen, dass sich das wieder aktiviert. Ich check's nicht. Und wir haben auf jeden Fall noch eine Box bekommen. Und ja, Vitus geht's halt im Moment nicht besonders gut. Und deswegen machen wir wenig wirklich, kochen wir relativ wenig. Und ja, ich habe dann gestern das erste Mal, weil wir normalerweise zusammen kochen, habe ich dann tatsächlich mal selber alleine so ein Gericht gemacht. Und es hat erstaunlich gut geschmeckt. Das ist selten, dass bei mir was gut schmeckt. Oh, den hätte ich ja beinahe umgehauen. Was ist das denn jetzt gewesen? Ich wollte doch oben lang. Ich wollte doch den Boost haben. Ich bin gar nicht abgehoben. Was für ein Shit. Den möchte ich haben. Vielen Dank. Das war jetzt gar nicht so schlecht eigentlich. Ich meine, 58 Sekunden ist jetzt nicht der beste Rekord hier. Ich bin Zweiter. Da vorne ist der Erste. Wie bin ich jetzt auf einmal so gut und vorhin nicht? Bin ich nicht vorhin besser gefahren als jetzt? Ich weiß es nicht. Verpiss dich. Shit, shit, shit. Erster. Ich bin. Nein, ich bin Zweiter. Fuck. Will ich das nochmal? Ich versuche das nochmal. Ich gebe mich mit nichts Geringerem als dem Sieg zufrieden. Ich werde ganz bestimmt bei dem Slalom noch richtig verhauen. Weil, ihr habt gesehen, wie das aussah. Ich war Zehnter vorhin. Und das, da werde ich noch eine Menge Punkte verlieren. Da darf ich jetzt hier nicht, wo ich so ein leichtes Spiel im Grunde habe, darf ich da nicht, also leicht, es ist halt immer noch schwer. Hui! Ah, verdammt. Hab ich den Boost schon aus? Nein, der ist noch an. Krass. Ich habe genau den letzten Fizzle, den konnte man gar nicht mehr sehen in der Leiste, in meiner Boost-Leiste. Hab ich schon wieder nicht geschafft. Ich muss genau in die Mitte durch. Also ich muss durch die Mitte von diesem Wasser fahren, quasi. Oh oh. Wow, das war knapp. Den habe ich auch nicht bekommen. Werde ich jetzt wirklich... Ich meine, ich bin schon wieder 2 Sekunden langsamer. Kann ich jetzt wirklich noch Erster werden? Weil hier war ich vorhin Zweiter. Und den Typen habe ich ja trotzdem nicht richtig gekriegt. Ich muss einfach auf der Seite fahren, wo der ist. Dritter? Nix da. Ich wollte jetzt unbedingt wissen, welchen... Ich finde es übrigens super, dass das geht einfach. Wir sind im Ziel. Nein, ich akzeptiere den dritten Platz nicht. Ich fahre nochmal neu. Wir machen das jetzt alle nochmal. Alle auf Anfang, weil ich nicht zufrieden bin. Das ist so ein Unsinn. Aber meinetwegen, ich mache alles, was hilft, um das Spiel zu schaffen. Es geht mir nicht darum, einen kompletten, perfekten Run zu machen, sondern eigentlich nur darum, es irgendwie zu schaffen, das Spiel durchzubekommen. Es muss nicht so sein, dass ich wirklich alles perfekt mache. Ich möchte natürlich so viel wie möglich irgendwie perfekt schaffen, aber wir reden hier von mir. Ich kann das nicht. Ich bin zu blöd für dieses Spiel.
Jetzt aber, jetzt aber. Yes! Oh Gott, ich habe schon wieder den Boost nicht gekriegt, aber wenigstens bin ich da oben durchgeflogen und war dementsprechend ein bisschen besser. Boost is ready. Und hier habe ich direkt den 57, 58 wieder hier vorbei. Genau. Hier so um die Kurve. Guck mal, da ist wieder der zweite. Den habe ich da. Da habe ich ihn wieder gefunden. Hä? Warum fährt er jetzt da lang? Der fuhr doch sonst nicht da lang. Es kann nicht sein, dass ich schon wieder nur Zweiter werde. Oh mein Gott. Ich habe das Gefühl, irgendwie bei dem funktioniert das mit dem Kielwasserfahren nicht richtig. Ich bin teilweise hinter dem. Aber ich werde trotzdem nicht schneller. Wieso nicht? Hätte ich mal das andere Boot genommen. Aber ich habe es halt schon wieder vergessen. Ich könnte das ganze Turnier nochmal starten. Das erste Rennen nochmal fahren und dann... Nein, 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 das mache ich nicht. Das mache ich nicht. Ich habe jetzt das eine gewonnen, jetzt muss ich das mit dem hier auch schaffen. Jetzt sagt mir nicht, das geht nicht. Dann so wie das andere. Das Hindernisrennen ging mit dem Boot wirklich einfach nicht. Hatte ich das Gefühl. Es war irgendwie nicht möglich. Das war super schlecht. Lass mich das nochmal machen. Uff, diese Kurve muss ich hinbekommen. Und wenn die nichts wird, dann ist vorbei. Dass ich schon wieder diese blöde Strecke fahren muss, wir werden die auch noch nicht zum letzten Mal gesehen haben, schätze ich. Und das ist nur der Gorilla GP. Es ist noch nicht mal Gorilla GP, es ist einfach nur Gorilla. Kennt ihr den, ich weiß gar nicht genau, wie der heißt. Irgend so ein Affe, irgend so ein Gorilla heißt mit dem biologischen Namen quasi Gorilla, Gorilla, Gorilla. Das ist super geil. Der biologische, der fachrichtige Name ist Gorilla, Gorilla, Gorilla. Ich check's nicht. Good to go with Boost. Yeah. Einmal hier rüber, einmal hier. Oh mein Gott, wie schnell. Aber hier war ich langsamer. Denn hier bin ich wieder nicht mehr Zweiter, sondern... Ja doch, jetzt. Ich hab's geschafft. Muss ich nur noch Erster bleiben. Erster bleiben. Erster bleiben. Erster bleiben. Erster bleiben. Ah, mein Boost ist leer. Ich hab's aber trotzdem geschafft. Oh mein Gott. War doch gar nicht so schlimm. Der war eine Sekunde langsamer als ich. Hat doch ganz gut funktioniert. So, jetzt kommt erstmal das Ding. Slalom ist hiermit auch okay, denke ich. Ich darf halt nur nicht so viel irgendwo... Also ich muss besser diese Abkürzungen hinbekommen. Und das war ein ganz normaler Weg. Der war einfach gerade und ich habe es nicht geschafft. Was passiert? Also ich muss hier auf jeden Fall... durchaus irgendwie schaffen, bei diesem Slalomrennen nicht so oft irgendwo hängen zu bleiben oder wie ich das vorhin halt gemacht habe, dass ich irgendwo rumgedörpelt bin. Rumgedörpelt. Muss mich ein bisschen einfach an den Fahrweg hier gewöhnen. We're almost out of boost. Ja, ich hab's gehört. Oh nein, der ging. 3 Sekunden nehme ich. Das war schlecht. Ah, nochmal. Ich muss mir merken, an der einen Stelle muss ich einfach geradeaus springen. Einfach geradeaus. Da muss ich nicht lenken. Das ist einfach nur... Vielleicht bin ich auch vorhin... Ich hab nicht ganz drauf geachtet. Da war so ein Ding zum Einsammeln, was ich dann mitgenommen habe. Vielleicht muss ich dafür seitlich sein ein bisschen. Und deswegen habe ich das gemacht. So etwas... ohne groß drüber nachzudenken. Die Katze springt schon wieder in die Tür. Richtig Pani! Ich höre jedenfalls eine Katze, die sich bewegt. Da hinten an der Tür. Fuck, ich bin von der Wand gefahren. Pani liegt da eigentlich total chillig. Was ist los? Warum habe ich gedacht, es wäre Pani an der Tür? Hier muss ich einfach nur geradeaus. Einfach nur geradeaus. Aber nicht so. Ich musste auch springen. Ich glaube, da war mein Boost tatsächlich leer. Bam! Wir schaffen das.
Ich finde es übrigens sehr, sehr interessant. Im ersten Teil gibt es auch teilweise die gleichen Strecken. Also zumindest mit dem gleichen Namen. Es sind die gleichen Gebiete, es ist einfach die gleiche Welt quasi. Da frage ich mich jetzt, ob es den Lake Powell tatsächlich gibt. Weil, müsste ich mal googeln. Oder ob das einfach nur so eine Sache ist für das Spiel hier. So ein Gebiet, das man sich ausgedacht hat. So ein Name. Wobei es natürlich auch wunderbar Sachen, die in der Realität existieren, gibt in dem Spiel. Deswegen, den habe ich schon wieder verpasst. Ist okay. Den auch. Das mache ich nicht. Das waren zu viele Sekunden einfach. Ich meine, vorhin haben mir wie viele Sekunden gefehlt? 9? Und ich war irgendwie auf dem 10. Platz oder so. Keine Ahnung, vielleicht waren es auch nicht 9 Sekunden. Ich weiß nicht, wie lange es war. Es war nicht so viel. Das waren so diese paar Ringe, die ich einfach verhauen habe, würde ich sagen. Das hätte wahrscheinlich ganz gut geklappt, wenn ich die gekriegt hätte. Trotz meiner miesen Fahrweise vorhin. Boost getting low. Ja, ist okay. Fuck. Den habe ich nicht bekommen und dann drehe ich mich wieder wild im Kreis. Wult. Das ist wie bei Snowboard Kids, als ich einmal Börter gesagt habe. Da kann man Börter kaufen. Im Boardshop. Nicht nur ein Board, sondern mehrere Börter. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie sie sind, die Wörter. Die richtigen. Ich finde sie nicht. In meinem Vokabular. Weißt du was, das lasse ich jetzt mal eben so. Ich bin da gerade so ein bisschen gecrashed, aber das ist okay. Bist ein bisschen langsamer, vielleicht ist das okay so. Dass ich den überhaupt bekommen habe, das irritiert mich schon wieder so sehr. Damit bin ich aber gut gelandet, kann hier direkt geradeaus durch. Oh mein Gott, da konnte ich gerade nichts sehen einfach wegen dem Wasser auf der Fläche. Oh Gott. Ich muss gleich mir unbedingt merken, dass diese eine Stelle. Ich meine, ich biege hier jetzt ab, genau. Flieg darüber. Ich darf da gleich nicht zu schnell sein. Ich fahre jetzt ganz normal, glaube ich, gleich. Genau den. Ah, den habe ich wieder verpasst. Ist doch blöd. Aber jetzt müsste ich wieder alle kriegen, eigentlich. Gib Gummi. Ich vergesse dieses Teil jedes Mal. Ich vergesse jedes Mal, dass es da ist. Oh Gott. Was war das denn? Ich bin an so einer blöden Kugel abgeprallt. Ah. Boost is a go. Wisst ihr, was auch a go ist? Pokémon. Pokémon a go. Long time ago is a go. Könnt ihr euch daran erinnern, als Pokémon Go rauskam? Irgendwie ist das ja sehr merkwürdig gewesen, weil es wurde ja geleakt irgendwie, so die allererste Version quasi. Und danach kam, dann kam es einfach 2 Wochen später oder so legitim raus, obwohl das eigentlich noch gar nicht fertig war oder so. Das war perfekt. Perfekt. Das war absolut nicht... Und da ist mein Boost ausgegangen, weil ich das Ding verpasst habe. Genau den bei dem Sprung, wo ich den Boost am meisten brauche, weil ich sonst nicht auf diese Abkürzung springen kann, wo die, weiß nicht, wie viele Ringe sind da? 3? 4? 3, glaube ich. Die muss ich ja haben. Sonst komme ich ja nicht hin. Sonst habe ich ja so viel Zeitverlust. Oh Gott. Boah, ich dachte, das geht schlechter. Aber es hat funktioniert. Ich bin ein bisschen vom Gas gegangen. Ja, ist okay. Mein Boost ist fein, wirklich. Verdammt. Und dann habe ich da irgendwie den Sprungknopf nicht richtig im richtigen Moment gedrückt. Ich muss am besten ein bisschen früher springen, damit ich etwas weiter in der Mitte der Plattform lande. Damit ich mehr Zeit habe, den Knopf zu drücken. Weil wenn man so ganz knapp an der Kante kommt, ankommt, dann... passiert sowas, wie gerade, dass man eben nicht mehr den Knopf drücken kann, dann reagiert er nicht mehr.
Man muss für einen Moment schon mal die Wasseroberfläche berührt haben, damit man nochmal springen kann. Das ist kein Mario-Dreiersprung, das ist ein... Du landest und musst kurz warten. Nicht lange, aber ein bisschen. Mehr Boost. Use the boost to get through. Bams. Das war... Jetzt hat er sich gar nicht über den Boost beschwert. Guck mal. So, guck mal, so ging's. Die hier noch alle irgendwie kriegen. Ja, ich darf nicht springen. Ich darf einfach nur runterfahren. Das ist, ich hab's die ganze Zeit so gemacht und jetzt bin ich gesprungen. Ich Vollidiot, warum? Es lief doch so gut. Ah. Ich könnte euch nicht vorstellen, wie stressig das ist und wie sehr man dabei schwitzt einfach. Ich gehe kaputt hier in diesem Raum. Ich wünschte, ich hätte das Klimateil hier, dieses mobiles Klimagerät. Die Dinger sind übrigens Gold wert im Sommer. Ohne Scheiß. Man kann den, ich meine, wir hatten auch schon 2 Stück davon kaputt. Also, dafür sind, die sind auch recht teuer, muss man sagen. Haben wir 2 davon kaputt oder 1? Ich glaube 2. Oh mein Gott, was war das denn eben? Ich fahre so dumm. Jedenfalls, wenn, jetzt haben wir einen, den haben wir seit 2 Jahren oder so. Der funktioniert auch wunderbar, auch immer noch. Bei einem ist mal die Kühlflüssigkeit irgendwie ausgelaufen oder da ist so ein Kühlgas-Flüssig-Zeugs irgendwas drin. Irgendeine Kühlflüssigkeit und die ist irgendwie ausgelaufen oder so. Und die hat sich dann verflüchtigt. Und dann hat das Teil einfach nicht mehr gekühlt. Das war dann einfach nur ein teurer, lauter Ventilator quasi. Aber das Teil, was wir da jetzt haben, das läuft seit 2 Jahren wunderbar. Ah, das war gut. Jetzt darüber. Genau, genau, genau. Oh mein Gott, schaffe ich das? Ich schaff's. 1, 2, 3 Ringe sind da tatsächlich. Ich muss mir nachher wirklich immer noch merken, dass ich da nicht Gas geben darf an dieser einen Stelle. Boah, das war knapp. So, eben da, genau. Fuck, voll vor die Wand! Oh mein Gott, das war so schlecht. Ich bin gecrashed und dann hatte ich keinen Boost mehr. Das war nicht gut. Das war einfach nicht gut. Es ist alles gut gelaufen bis zu dieser Stelle, wo ich voll vor die Wand geflogen bin, weil ich wollte eigentlich um die Kurve, was mache ich da? Hier muss ich lang. Mehr so an der Seite. Ich bin so mittig gefahren. Was habe ich denn mir dabei gedacht? Anyway, dieses Gerät funktioniert auf jeden Fall gut. Und das kühlt den Raum, wenn man das auf die kälteste Stufe, das sind übrigens 16 Grad, stellt. Das war auch, glaube ich, bei allen Geräten immer so um die 16 Grad, die man einstellen konnte. Und das kühlt dann den Raum halt, wie gesagt, auf 16 Grad runter. Und das merkt man. Also es ist wirklich kühl in dem Zimmer. Im besten Fall macht man dann, du musst halt so einen komischen Schlauch aus dem Fenster hängen. Mit so einem, da hast du dann so eine komische Leiste, wo du den so durchstecken kannst. Die klemmst du so quasi zwischen das Fensterbrett und Rollläden am besten. So mache ich das zumindest immer. Ich habe einen verpasst. Verdammt nochmal. Und der war so einfach. Oder ich habe den auf jeden Fall irgendwie so zwischen dem Fenster geklemmt, so in den Rahmen. Und dann noch mache ich noch die Rollläden ein bisschen runter, damit da einfach nicht so die Luft, die warme wieder so durchkommt, sage ich jetzt einfach mal. Weil da geht dann die Abluft, die warme geht dann da raus über diesen Schlauch. Und dann alle anderen Fenster zu quasi, dass da nur noch die Raumluft quasi gekühlt und die alte Luft quasi gut nach außen abgegeben wird. Ich weiß nicht, ob das so richtig ist, aber ich glaube schon, weil der Raum ist halt arschkühl und es ist super angenehm. Aber sobald du dich in einen anderen Raum bewegst, alter Schwede. Omen. Die Omen Group. Die Omen Group. Das ist ein böses Omen. Ich habe mal die Blue Man Group gesehen. Auf unserer Abschlussfahrt nach Berlin. Damals in der 10. Klasse. So, das Ding in der Mitte einfach mitnehmen. Wieso hebe ich da immer ab? Ich
bin doch gar nicht gesprungen. Das ist einfach nur so eine Welle, die mich da immer mitnimmt. Und dann komme ich da nicht um die Kurve. Das ist total blöde. Ich meine, ich mag ja die Physik, aber manchmal ist das auch wirklich, wirklich fies. Und einfach nur unangenehm, wie man da... Ja, komm. Ich bin erstaunt, dass wir schon wieder... Wie lange fahren? 40 Minuten? 40 Minuten und... Oh mein Gott, da bin ich zu früh gejumpt. 40 Minuten und noch kein... noch nichts geschafft quasi. Das ist der gleiche Wettkampf wie am Anfang. Das wird sich alles noch ziemlich ziehen, würde ich sagen. Wir machen bald nur noch Einzelgeschichten in so einer Folge. Vor allem, weil die Sachen auch so schwer sind. Vielleicht werden das doch mehr Folgen, als ich dachte. Aber gut, ich möchte auch vielleicht wirklich nochmal den N64-Teil bzw. Dreamcast-Teil spielen. Ich kann ja mal gucken, ob ich das Spiel für Dreamcast irgendwie... Also nicht für die Konsole, die kann ich eh nicht aufnehmen, weil ich da wie gesagt nur so ein SCART-Ding habe. Aber, und außerdem wird das Spiel wahrscheinlich sehr teuer sein. Das möchte ich eigentlich gerade mal nicht. Aber ich könnte das mit dem Emulator probieren. Es gibt, glaube ich, es müsste einen Dreamcast-Emulator geben. Ich bin mir sogar sicher, dass ich den schon mal hatte. Möp. Okay, jetzt hat es irgendwie geklappt. Ich bin ein bisschen vom Gas gegangen. Es wird nicht so ein großes, so eine große Zeit. So, eben hier ein bisschen vom Gas, damit ich hier, den habe ich schon wieder nicht bekommen. Das kann nicht sein, ey. Da bin ich extra langsam gefahren und dann... Das hat jetzt nur noch extra Zeit gekostet. Oh Gott, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. So, einmal hier so durch. Und ich krieg das Teil. Das war es mir wert. Ich bin Erster. Wow, ich war sogar 6 Sekunden schneller als der Beste. Das war erstaunlich. Ich habe das Rennen relativ gut gemacht. Ich habe alle... Nee, nicht alle. Ich habe ein so ein Ding... Stimmt, ich habe 3 Sekunden sogar noch extra verloren an der einen Stelle. Aber das zeigt mir, dass man das auch darf. Dass man auch mal was verlieren darf. So, Hindernisrennen. Auf dieser Strecke sollte doch machbar sein. Das kann nicht sein. Ich wollte das Ding da einsammeln. Es tut mir leid. Ich wollte auch mal noch mal was mitnehmen. Dass ich die Dinger hier auf der Strecke eh noch nicht alle habe, das irritiert mich ungemein. Wisst ihr das? Wie soll man das mitnehmen? Da steht Hydro Banger an der Seite. Go, go, go! Go, go, Power Rangers! Nee. Wir sind hier gar keine Power Ranger. Wir sind die Hydro Thunder Spieler. Boost is getting low. Möp. Das ist richtig lahm jetzt gewesen. Also, uff. Ne, ich mach's nochmal. Ich bin da so langsam um die Kurve gefahren, weil ich da zweimal angeeckt bin. Dann habe ich da den Boost am Anfang nicht gekriegt. Puh. Warum kommentiere ich eigentlich alles, was passiert? Ich könnte das auch mal sein lassen. Ich könnte mal 5 Sekunden die Klappe halten. Das wäre angenehm. Angenehm zum Zuhören. Wobei man dann ja eigentlich nichts hört, außer das Spiel. Okay, man hört das Spiel. Ist ja vielleicht auch was wert. Da bin ich explodiert. Ihr habt das gesehen. Ihr guckt ja hoffentlich hin. Ich mühe mich hier nicht so ab. Ich racker mich hier nicht so ab, damit ihr nicht hinguckt. Das wäre ja Blödsinn. Irgendjemand wird schon gucken. Irgendjemand wird das Spiel schon sehen wollen bei mir. Auch wenn es eventuell so ein bisschen fürchterlich ist. Oh Gott. Ja gut, diese kleine Ecke, die akzeptiere ich. Da muss ich immer mittig fahren. Da muss ich ein bisschen aufpassen beim nächsten Mal, wenn ich diese Abkürzung nehmen möchte. Dann nehme ich das Teil für die Mitte. Das ist auch am allereinfachsten zu kriegen, oder? Und diesen Weg hier allgemein. Der ist so leicht mitzunehmen.
Da bin ich explodiert. Vielleicht sollte ich auch einfach ganz weit außen. Das geht ja, glaube ich, auch. Ganz weit außen kann man auch fahren. Aber da muss ich aufpassen, dass ich nicht... The ramp is up. So. In der ersten Runde hier noch so ein bisschen Bonus-Boost bekommen, damit man hier überall gut durchkommt. Weil in der Regel habe ich ja genug, würde ich sagen, auf den Strecken. Waves activated. Ja, ist okay. So, da war okay zu landen, würde ich sagen. Es war zwar auch irgendwie knapp, aber ich denke, das ging. So, einmal darüber. Hier sind keine. Das ist gut. Hier brauche ich auch den extra Boost von oben nicht unbedingt. Dann nehme ich den hier und das reicht. So, und jetzt möchte ich hier rauf. Vielen Dank. Das ist eine schöne Abkürzung, würde ich sagen. Ich hoffe doch, dass es schneller ist. So, da bin ich in der Mitte gelandet, das ist okay. Da muss ich auch so ein bisschen nachjustieren, dass ich nicht unbedingt... oh mein Gott. Aber ich habe noch genug Boost, um hier so durchzurauschen einfach. Mit volle Karacho. Volle Karacho. Wer sagt sowas? Warum habe ich neu gestartet? Ich hätte mich einfach neu aufstellen... Ja, ich habe eh keinen Boost mehr gehabt dann. Okay, machen wir das nochmal. Ich wollte einfach nur wieder springen, aber es kam keine Welle. Wie blöd. Habt ihr das gesehen? Da war einfach keine. Das ist genauso, wie ich das nicht brauchte. Ich habe den Boost gerade leer gemacht. Das war nicht gut. Aber ist okay. Ach, nicht vor die Wand. Taruka, was tust du denn da? Prinzesschen fährt wie so ein Vollidiot. Kann doch nicht sein. Hui! Wieder explodiert. Ist okay. Ich war mir jetzt auch nicht sicher, wo ich hin... Was war das denn? Was ist denn da gerade passiert? Da war einfach noch so eine Welle von vorher. Die hat mich so... hochgeschleudert, aber ich bin irgendwie ein Stück nach hinten gefallen, habe ich das Gefühl. Also genau das, was man nicht haben will eigentlich. Weiter hinten starten, wie gemein. Nur weil das Spiel sich so dachte, hey! Ich lass dich jetzt mal eine Runde fliegen. Ich bin aber erstaunt, wie gut sich das Spiel einfach steuert. Man könnte meinen, dass bei der Physik extra so... so, da so ein bisschen... Ich darf nicht ganz so weit... das war schlecht. Ich darf nicht ganz so weit... links... wenn ich am Anfang da diesen Sprung mache. Also halt am Ende. Nicht am Anfang. Ist schon irgendwie auch am Anfang. Ja, ist okay. So, jetzt nehme ich die erste Welle, die hier kommt und fliege hier rauf, genau. Dann fahre ich am besten nicht in diese Fässer rein. Guck mal, das war doch sogar besser als gerade. Fuck, ich habe keinen Boost. Genau da rein. Ah, ohne Boost schafft man das offenbar nicht in der Mitte. Das ist ja blöd. Das hätte ich ahnen müssen. Also nochmal. Wie ich da jetzt nicht die Wand berührt habe. Das finde ich interessant. Normal kriege ich die da immer mit. Ich meine, ich wollte sie ja nicht berühren, aber oh mein Gott, ich hab da so knapp die Kurve genommen, dass ich die Wand nicht berührt habe. Ich habe übrigens auch mal bei dem neuesten Video, das rendert übrigens gerade, der dritte Part genau genommen. Der läuft halt schon mit
den habe ich jetzt halt mit den 60 FPS, was ich irgendwie bei OBS eingestellt habe, weil ich dachte, dass man das vielleicht auf 60 FPS machen könnte, aber der andere Grabber, ich habe da ja so ein bisschen rumprobiert und es hat nicht funktioniert. Der Elgato, der hat ja nur 30 angezeigt, die durchgehen, aber bei dem hier habe ich das Gefühl, ist das Bild halt trotzdem flüssiger. Also als ob der die 60 doch annimmt, obwohl da nirgendwo was davon steht, dass er das kann oder so. So, damit wieder voll durch die Mitte, genau. Und damit habe ich auch schon die letzte Runde erreicht, die ich um jeden Preis... schaffen muss. Die Musik gerade, was war das denn? So, jetzt hier wieder die erste. Oh Gott. Das war schlecht, das war richtig schlecht. Oh mein Gott, was habe ich denn da wieder gemacht? Das war absolut katastrophal. So direkt am Ende. 2:02 ist wahrscheinlich der Rekord. Damit bin ich jetzt wahrscheinlich Zweiter. Aber ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Ich hoffe, dass 2:02 der... Ich bin immer noch Erster. 2:03 bin ich sogar. 2:03:40, genau. Ach stimmt, ich bin ja nicht bei 2:02. Ich habe gesagt, der Rekord wäre da. Ich bin ein bisschen später angekommen. Damit habe ich schon mal 75 Punkte gesammelt insgesamt. Ne, 100. Ich habe 100 Punkte. Ich habe 4 Rennen gewonnen. Das ist perfekt. Wir haben aber noch 2 vor uns. Das stürmische Asgard als Wettrennen. Ich krieg mir die 12.000 Credits da. Das. Ihr könnt mich mal. Ein Wettrennen wird aber auch mal wieder spaßig. Ich mag Wettrennen sowieso am liebsten, glaube ich. Da hat man nämlich andere Gegner. Am wenigsten mag ich Slalom. Slalom ist auch Katastrophe. Was macht der da? Slalom ist auch echt Katastrophe. Da muss ich... Das muss ich... Wow! Fuck. Aber das hat funktioniert. Ich bin erstaunt, wie gut das geklappt hat. Oh Gott, da hätte ich springen müssen. Wer hat denn Zeit für sowas? Oh Gott, da war noch ein mehr Boost, den ich nicht bekommen habe. Ich starte neu. Ich habe so wenig Boost eingesammelt auf der Strecke, das kann nicht sein. Ich kenne die schon gar nicht mehr. Ah, stopp! Da hat irgendwie einer Stopp gesagt. Und A und B. Ey, du Boot, piss dich. Was war das denn bitte für eine... Geh weg! Das war richtig schlecht. Ich bin 15. immer noch. Und hab so das erste Stück der Strecke quasi... So, hier muss ich hüpfen. Dann da so lang oder muss ich da nochmal in der Mitte lang fahren? Genau, und dann nehme ich diesen Bonus... Bonus-Boost, nehme ich diesen Boost mit. Dann springe ich hier so durch. Geht nämlich ein bisschen schneller, glaube ich. Wuhu! Bam! Ich mag es immer, wenn man so auf der Wasseroberfläche aufschlägt. Oh Gott, den habe ich jetzt nicht gekriegt. Wie blöd. Da bin ich ausnahmsweise mal über diese komische Absperrung drüber. Und dann habe ich da nichts gekriegt. Was für ein Mist. So, die Strecke ist nicht mehr ganz so lang. Ich bin immer noch Achter. Das ist richtig schlecht. Ich bin zu wenig im Kielwasser gefahren. Ganz sicher. What? So einen guten Blick auf den habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Aber das Problem ist, dass ich nicht gut fahre gerade. Oh fuck. Nee, also so komme ich nicht ins Ziel. Ich könnte das probieren beim nächsten Mal. Ich muss gucken, wie viel Boost ich dann noch übrig habe. Vielleicht ist das ja schneller, weil da ist ein bisschen Eis auf dem Boden. Dass man dann so ein bisschen rutscht wieder, wie in der anderen Abkürzung, die ich genommen habe.
mehr Kielwasser fahren. Ja, halt's Maul. Ich weiß es doch. Wieder so ein komisches Boot angefahren, das nervt. Ich bin jetzt wenigstens einen Platz besser als vorhin. Wie schnell die immer sind, das ist total bekloppt. Ich fahr jetzt hier lang. Oh fuck. Und da? 13. Ist immer noch nicht gut. Oh. Den Boost nicht zu kriegen ist aber auch scheiße. Okay, neuer Versuch. Ich kann mich an diese Melodie hier ganz gut erinnern, tatsächlich, an diese Musik. Ich habe wieder einen Kopfhörer quasi auf und den anderen so vom Ohr runtergeschoben, damit ich mich noch höre. Mein größtes Problem, das ich aktuell habe, ist, dass ich meine Kopfhörer ruiniert habe. Schon wieder. Also, jetzt die ich bestimmt 3 Jahre noch hatte, die funktioniert haben, die wahrscheinlich sogar länger. Ich hatte zwischendurch irgendwie mehrere andere Paar ruiniert, weil ich die irgendwie immer mal in der Tasche drin hatte oder die mir mal runtergefallen sind oder irgendwas passiert ist damit. Das kann nicht sein. Voll vor die Wand gejumpt. Und jetzt sind natürlich auch die anderen endlich mal. Endlich mal. Das klingt so, als wollte ich sie kaputt machen. Aber die sind jetzt tatsächlich auch mal hinüber. Die habe ich letztens im Rucksack gehabt und habe mich dann irgendwie mit dem Rucksack angelehnt. Und jetzt sind die... Die waren ja eh schon angebrochen an einer Stelle. Und jetzt sind die komplett... Mörd. Was Schlechtes. Jetzt habe ich keine mehr. ich meine, ich habe noch diese hier, aber die sind halt kein Bluetooth. Die ich jetzt halt auf habe, die sind halt nur mit Kabel und ich habe keinen Anschluss dafür an meinem Handy. Das heißt, wann immer ich Musik hören möchte, müsste ich jetzt irgendeinen Adapter mitschleppen oder so. Wir haben, glaube ich, einen. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Oh, das habe ich bekommen. Nice. Ich bin 12. Jetzt hier wenigstens einigermaßen sinnvoll durchschießen. Weil das etwas ist, was man so macht. Sinnvoll irgendwo durch... Hey, da war so ein Teil, das habe ich gar nicht gesehen. Wie oft bin ich da vorbeigeschossen? Ich habe ein Thumbnail gemacht an der Stelle und ich habe das Ding nicht gesehen. Das kann nicht sein, ey. Wo kommt der denn her? Mein Boost ist noch an. Ich fahre mal hier schön im Kiel mit. Ich bin in Kiel mitgefahren. Ich war noch nie in Kiel. Ich habe jetzt auch kein großes Bedürfnis, nach Kiel zu fahren, ehrlich gesagt. Aber oh mein Gott, das ist ja wieder diese Riesenwelle. Hebe ich da wieder so ab? Nein, diesmal habe ich es besser geschafft. Nein, das war schlecht. Das war sehr schlecht. Ah! Bin zu früh gesprungen, es hat nicht geklappt. Aber ich bin immer noch 5. gewesen. Da muss ich schon so ein bisschen... Ich weiß nicht, was dieser Typ da immer schreit im Hintergrund. Piep, piep, piep. Wer könnte man an der Stelle ein bisschen abkürzen? Ah, fuck. Nein, das war schlecht. Vielleicht sollte ich mal wirklich an der Seite links diesen Weg lang. Der geht vielleicht ein bisschen schneller. Vielleicht im... Wie der da immer vorbei donnert, ey. Der rauscht da immer so lang. Das war mega... War da vorne auch noch ein Gang? Da muss ich gleich mal drauf achten. Müssen wir nicht. Hat sich erledigt. Ich habe schon meinen Boost. Den habe ich direkt zu Beginn bekommen. Wie immer dieses eine Boot immer. Nein, da ist nichts. Okay. Ich wollte wissen, ob da ein Gang ist. Ich habe das irgendwie gerade so wahrgenommen. Aber offenbar war da nichts. Dass das immer noch die vorletzte Strecke ist, macht mich fertig.
kommt noch eine. Das ist wahrscheinlich nochmal ein blödes Slalom-Rennen oder so. Wobei, nee, das ist wahrscheinlich Wettrennen in Area 60. 61? Ey, das Boost. Den nehme ich. So, 14. Platz. Lass mich mal da durch das Kielwasser von dem fahren. Hier so rüberjumpen. Da so lang. Ich bin jetzt 12. Das ist schon mal sehr gut. Da ist der nächste Typ sie. Lass mich immer durchjumpen. Hier so runter, dann hier hüpfen. Ich habe es da tatsächlich wieder nicht gesehen, weil wahrscheinlich springe ich zu weit. Wahrscheinlich bin ich vorhin nicht gesprungen und habe es deswegen. Da ist noch eine Abkürzung. Die nehme ich. Boost. Jetzt hier durch. Ich bin 5. Ich brauche jetzt eben den Boost nicht benutzen. Fahr ich hier rüber. So, nicht so viel boosten gerade. Ich brauche den noch. Okay, das hat wunderbar funktioniert und fuck. Oh, oh, oh. Erst nein, zweiter, verdammt. Egal, ich gebe mich mit diesem tatsächlich zufrieden. Ich weiß nicht, ob ich hätte springen sollen oder nicht. Ich bin gesprungen. Vielleicht war es schlecht. Aber wir haben Area 51 als Wettrennen, natürlich. Wie sollte es auch anders sein? Im Gorilla Cup. Aber ich bin immer noch auf dem ersten. Das ist sehr, sehr gut. Ich wüsste auch nicht, wie der jetzt mit den... Oh Gott, die Strecke wird so anstrengend. Sie ist mal wieder neu. Ich glaube, es gab hier so ein paar richtig fiese Kurven tatsächlich. Sowas, so 90 Grad einfach. 90 Grad Kurven sind in jedem Videospiel. Das ist ein Rennspiel, ist scheiße. Verpiss dich. Ich sehe doch nichts, wenn du da... Ah, was ist das überhaupt für ein komisches... Für so eine Rakete. Frag mich, um was die bei Area 51 so ein Drama machen. Ob das wirklich irgendwie so ein... Keine Ahnung. Das einfach so ein Labor wirklich nur ist oder... Oder ein Waffengedöns. Man weiß es ja nicht so richtig. Wieso dürfen die sowas überhaupt haben? Irgend so ein, so eine Secret-Einrichtung. Das klang lustig irgendwie. Alert. Es gibt hier so oft irgendwie so links und rechts einen Weg. Ein UFO. Die Strecke. Man sieht hier auch nicht so gut. Es ist einfach so ein... Ach, schon wieder so eine Kackstelle. Wie in meiner Lieblingsstrecke, die ich gestern 100 Mal gefahren bin. Yes! Aber ich bin sehr schlecht. Wo bin ich? Alien-Planet. Lustig. Verdammt, ich habe den roten Boost gar nicht mitbekommen. Wo zum Geier bin ich gewesen? Und die Strecke ist auch wieder so over the top, meine Fresse. Und da ist das Ziel, ich bin nur 5. Das passt mir nicht. Das ist mir nicht genug. 5. Platz könnte noch... Könnte noch mein Ende bedeuten. Außerdem muss ich mich ein bisschen besser an diese Strecke gewöhnen, damit ich weiß, wo ich langfahren kann und muss und darf. Und mal eben das Ding mit. Ich habe es vorhin gesehen. Ich dachte mir, das ist wahrscheinlich am einfachsten noch zu kriegen hier auf der Strecke. Es gab ein paar andere, die ich gesehen habe, die ich mit Sicherheit nicht so leicht kriegen würde. Und da bin ich vor der Wand gefahren. Ich habe das Ding jetzt eh eingesammelt. Das ist ja nicht...
ich bin froh, dass man die Rennen nicht beenden muss, wenn man die Teile einsammelt, sondern dass die, sobald man sie berührt hat, quasi, dass die dann einem gehören. Geh weg. Das ist mein Boost. Alert. Ach, fahr doch weg. Immer diese nervigen Boote. Was wollen die von einem, hä? Geh weg. Kann die nie leiden. Oh mein Gott. Oh. Den Boost habe ich bekommen. Auch wenn ich den jetzt nur so mittelmäßig benutzen konnte. Da ist auch irgendwas, was man machen kann. Wahrscheinlich um irgendeine Abkürzung fürs geradeaus durchfliegen freizuschalten oder so. So, jetzt kommen wir an dieser komischen Schraube vorbei. Ich hätte da beide einsammeln können, schätze ich. Da ist ein großer Boost in der Mitte. Da auch. Bam. Wie sich da einfach komplett alles spiegelt. Mittlerweile habe ich mich an solche Strecken ja gewöhnt hier. Hui. So, dann landet man hier irgendwie auf so einem Alien-Planeten. Das ist verrückt. Da vorne war auch eine Abkürzung, habe ich gesehen. Ha, direkt links lang. Den habe ich nicht bekommen. Schade. Sehr, sehr schade. Hätte ich nämlich sehr gerne mitgenommen. Nice drafting. Was war das bitte? Wie der auch so lustig klingt dann. Jetzt hätte der Helium genommen. Verdammt, den habe ich schon wieder vergessen. Das hätte ich auch sehr, sehr einfach mitnehmen können, das Teil. Vierter ist auch nur einen Platz besser. Es gibt mehr Abkürzungen. Ich muss mehr Abkürzungen nehmen. Nur der Boost am Anfang reicht nicht. Mehr Kielwasser, mehr Abwürzungen. Dann hier nicht unbedingt so ein Mist bauen. Ja, geh weg. Nee, das war schlecht. Machen wir das nochmal. Wir sind bei einer Stunde und ein paar Gequetschte für diese eine verdammte Folge. Für diesen einen Wettkampf eigentlich nur. Weil ich viel neu starte. Tut mir wirklich, wirklich leid an der Stelle auch. Aber wir wollen das alle sehen. Wir wollen alle sehen, wie ich versage auch. Denn nicht nur... Es ist ja nicht nur der Sieg interessant. Es ist der Weg, der die ganzen Videos interessanter macht. So, den habe ich irgendwie ein bisschen abge... Verdammt! Mein Boost! Ich wollte auch den Boost haben. Okay, lass mich mal eben gucken, was man hier so bekommen kann. So, hier ist so eine... Okay, da muss man auf jeden Fall einen Boost haben. Wenn ich da irgendwie so um die Ecke fahren kann. Das muss ich mal probieren. Dann da so durch. Das wäre schon mal eine sehr, sehr gute Abkürzung auf jeden Fall. Die Sache ist, man hat so ein bisschen das Gefühl, dass das, ich sag mal, geskriptet ist. Dass man bestimmte Wege nehmen muss, um wirklich Erster zu werden, weil man... Also man kann irgendwie nicht gewinnen, wenn man einfach nur so gut fährt. Und das verstehe ich irgendwie nicht. Das ist ein bisschen dumm, muss ich tatsächlich sagen, weil das schränkt einen so ein bisschen in der Fahrweise ein. Man möchte ja auch einfach nur... Ne? Einfach die anderen Wege mal fahren, die ganz normalen vielleicht. Man möchte ja nicht unbedingt immer nur das... Die allergrößten Secrets lang brettern. Bonk. Das war wieder mega schlecht. Das sowieso. Okay. Mir fällt gerade auf, ich kann ja auch bei diesem Boot hinten mitfahren, quasi im Kielwasser. Oder ist das Keilwasser? Ich habe ehrlich gesagt nie wirklich drauf geachtet. Boost is armed and ready. Warning. Intruders
So, da bin ich jetzt richtig gut durchgeballert. So, hier schön um die Ecke. Jetzt nervt mich hier auch keiner, das ist doch schön. So, hier. Jetzt habe ich gleich diese Stelle. Falls hier erstmal geradeaus lang. Ich sagte geradeaus lang. Mach ich so hier. War das gut? Es war auf jeden Fall weniger kurvig. Naja, ist okay. Boost behalte ich auch mal eben. So. Yeah. Den Boost habe ich auch bekommen. Der ist gut. Jetzt habe ich halt ein bisschen länger den. Jetzt hatte ich ein bisschen länger den Boost-Effekt quasi. Den habe ich nicht bekommen. Das war wieder sehr, sehr weird. Aber gut. Ich nehme stattdessen den hier. So, jetzt links. Links halten. Da ist eine Abkürzung. Ich sehe es doch. Und jetzt habe ich aber dafür den einen... Dafür habe ich jetzt den einen Ding jetzt nicht bekommen. Wenn ich jetzt hier gleich um die Ecke komme, werde ich zumindest Vierter. Ah, Mann. Vielleicht sollte ich mich damit zufrieden geben, einfach Vierter zu sein. Es ist die letzte fucking Runde gewesen. Wie viele Punkte kriegt man dafür? 13? Das sollte eigentlich reichen, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich habe gewonnen. Das war die Gorilla-Meisterschaft. Das war anstrengend. 12.000 Credits. Dafür schalte ich wieder Zeug frei, schätze ich. Nämlich die Nadel-GP. Den Expertenkurs im Slalom-Modus von Area 51. Und das war alles. Viel mehr ist da nicht passiert. Mein Gott, 7. Es gibt 8 Wettrennen. Da kommt dann gleich das nächste quasi, nämlich Area 51. Als Wettrennen ganz genau, so wie ich das gerade gemacht habe. Jetzt ist die Frage, werde ich es auf Experte fahren oder nicht. Ich könnte das andere Boot mal nehmen. Schnellere. Mal gucken, ob es dann besser funktioniert. Aber ich werde damit wahrscheinlich ziemlich versagen. Trophäen im Slalom gibt es 24, weil es sie halt in allen Schwierigkeitsstufen gibt. Da werde ich also erstmal die ganz normale fahren. Dann habe ich da schon mal den Easy-Modus quasi abgeschlossen. Hindernisrennen fehlt auch noch 1. Und Meisterschaften gibt es insgesamt 10. Aber das dann als beim nächsten Mal von Let's Play Hydro Thunder Hurricane oder auch Bötchen fahren. Wir sehen uns dann. Bis dahin.